Herzlich willkommen, liebe Freunde von sozialmarketing.de. Hier ist ein neuer Fundcast und ich stehe hier mit Georg Duit und er hat eine Antwort auf die Frage, ob Neuspenderinnen und Neuspender schon auf der Liste der bedrohten Arten stehen. Jetzt wollen wir die Antwort hören. Gleich geht der Workshop los. Was ist Ihre Antwort? Ja, die Antwort heißt natürlich, dass sie nicht auf der Liste der bedrohten Arten stehen. Wir spüren natürlich in manchen Bereichen ein bisschen einen Rückgang, aber da ist Österreich auch ein bisschen unterschiedlich zu dem, was sonst international passiert, weil das Direct Mailing nach wie vor extrem stark ist. Also es sind über 2/3, die da kommen und das ist relativ stabil, es nimmt ein bisschen ab. Was mich verwundert hat, weil ich eine Umfrage gemacht habe diesbezüglich, ist der Online-Markt, der auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau rückgängig ist, von 2012 auf 2011, okay, was die Neuspender in der Neuspendergewinnung? In der Neuspendergewinnung, ja. Also das ist irgendwo ein bisschen überraschend gewesen im Rahmen der Umfrage, die wir da gemacht haben. Aber insgesamt muss man sagen, es sind so Einbußen in etwa von 8% von 2011 auf 2012 da über alle Instrumente im Neuspenderbereich. Ich würde es nicht dramatisch sehen. Es ist nicht in Bezug gesetzt zu Auflagen oder sonstigen Maßnahmen oder Kosten. Auch weil wir wissen auch natürlich, dass die Durchschnittsspende steigt. Das heißt, man gewinnt Personen, die tendenziell höher spenden. Dann mehr also, das geben. Ist der Vorteil. Das heißt jetzt ganz konkret, für die nächsten 5 Jahre, sagen wir mal, bleibt das Mailing das Neuspendergewinnungstool? Das wird sicher die nächsten 5 Jahre noch das stärkste Instrument bleiben. Dann ist die Frage, wann online endlich Fuß fasst, weil es hat auch vor 10 Jahren schon geheißen, in 5 Jahren wird alles nur mehr online sein. Ja. Aber es ist nun mal die Zielgruppe 60 plus ganz, ganz stark, was das Spenden anbelangt. Das ist, glaube ich, international durchgängig auch so. Okay. Vielen Dank und viel Spaß beim Workshop. Danke.